Buongiorno, meine kleinen Macaroni, zum letzten Part Multikrampf mit Fliegi. Hallo, Leute. Wir haben die letzten, wie viele, drei Kämpfe noch vor uns? Genau, die letzten drei. Und jetzt werden wir natürlich mit glorioser Leistung unsere letzten Gegner niederknüppeln und den Sieg erringen. Hoffentlich. Und gerade wo, da kommt wieder der Butler, ey. Ich hab echt... Boah, ich hasse den Typ, wenn er kommt, ne? Alter, der... Ja, wenn der kommt, da kommt Staub raus. Er hat mich schon zu oft gekillt, ey. Das, ich hasse den echt. Was hat eigentlich diese hässliche Katze für einen Typ? Ja, normal Unlicht? Keine Ahnung. Das ist es, was ich meine. Manche Pokémon kann man schlecht einschätzen, ja, weil man die auch sehr... Also ich kann Kroniowild wieder killen. Ich gehe einfach auf die Kackfratze, auf diesen fetten Kater. Ich hasse Katzen. Der könnte Uni sein, weil ich habe auch oft das Problem, wenn die halt von Team Rocket, Plasma und Galaktik und so eingesetzt werden, dann sind es meistens auch Unlicht-Pokémon. Ja, Gift und Unlicht. Ja. Und da das ja oft auch von denen eingesetzt wurde. Mann! Was, Anzio? Wenigstens nicht auf mich, ey. Tja, Katze, dann viel Spaß, wenn du Liebe mit Bisaflor machst. Also, ich stell mir das schmerzhaft vor. Ja. Oder ist das hier Hentai-Action? Hentai! Alter, bitte. Wieso bist du starr vor Liebe, wenn du den anderen angreifst? Das ist doch Schweinerei. Das ist echt scheiße. Ich muss... Okay, ich wechsle aus, weil das bringt nichts. Ja. Dann greife ich mal Schnurgast noch einmal an. Okay. Ah, ich hatte überschalten. Nein, verdammte Scheiße. Ah, nicht dran, ja. Da hätte ich ihn gekillt und den anderen auch Schaden reingeklopft. Fuck, und dir nichts. Wir sind wieder mal die Besten, was Taktik angeht. Aber wir haben solche üblen Strategien nicht nötig, weil wir sowieso gewinnen werden, von daher. Ja, hoffentlich, ne? Positiv denken, nicht hoffentlich, positiv denken. Immer mit dem Arsch denken. Ja, so immer mit dem Arsch, okay. Ja. Bin euch Costa Cordalis, ey. Das alte Arschgesicht. Ah, wen willst du angreifen? Ich greife für den... Ah, ich will's auch an! Okay, dann greife ich die Kronjuwelen an. Oh, der Name, ey, Kronjuwild, ey. Da wird man richtig wild. Ja, ne? Ah, ich bin sauer! Ich bin sauer! Tot. Okay. Was zum... Dann was sie manchmal für Attacken können. Ja, ne? Da merkt man wieder, dass wir vergessen, dass das Vieh eigentlich sehr vielseitig ist. Ja, ne? Egal, das ist ja vom Typ Normal und Pflanze, also Sanktoklinge wird das schon. Mach's gut! Schreib mal aus der Hölle! Bleibt noch eins, was kommt als nächstes? Bin gespannt. Irgendwas, was wir niederknüppeln können. Ja, klar. Ja, oh, okay. Ein Giraffenfick! Das war Normal und Psycho, ne? Jupp. Okay, Schattenstoß. Rappuls. Yes! Ach, bin ich blöd! Es ist ja normal. Oh, Alter. Ich hab nur an den Psychotyp gerade gedacht. Ich hab nicht dran gedacht! Scheiße! Oh, Alter. Wir sind die Besten. Ja, erhöh ruhig, Idiot, anstatt du angreifst. Selbst schuld, jetzt wirst du down gehen. Ey, wie dumm. Dabei hatten wir das doch schon in unserem letzten Multikrampf. Auch das Vieh? Nee, da hattest du doch mit deinem Durengard Kroniowild angegriffen. Und das ist ja normal Pflanze und dann... Oh, Schattenstoß trifft nicht. Stimmt, ja. Wer weiß ich noch. Ja, das ist ein blöde Vieh. Wir beide und Geist auf normal Pokémon, ne? Man weiß es, aber man denkt nicht an die Kombo-Typen. Ja, es ist blöd. So, weg mit dem Müll. Juhu, na, der Butler ist zum zweiten Mal weg, korrekt. Los, Alfred, geh sterben. Jetzt ist der 19. Kampf. Der 19. Meine Glückszahl wird jetzt aber hoffentlich mal endlich... Wird auf jeden Fall jetzt packen. Ja, hoffentlich. Yeah, wieder 2 G-Punkte. Langsam dürfte ich aber keine mehr haben. So, der 19. Puh, einmal durchatmen. Wenn wir den schaffen, können wir sogar was Neues zeigen. Ja, geil. Worauf ist auf gutes Klingen. Oh, yeah. Bam. Die beiden Bitches schaffen ja wohl. Die Rinder und Bier richtig weggenümmelt, ey. Oh, ein Girafarik. Jetzt weiß ich ja, wie man damit umgeht. Und klar, wir haben noch... Mann, schon wieder. Ja. Die wissen, welche Pokémon uns nerven. Ja. Ich wirbel mir, glaube ich, erstmal wieder ein. Wirbelwind auf Klavian machst du, oder? Ja. Okay.
Und ich greife schon wieder als letztes an, so wie jedes Mal. Ja, ich weiß nicht, warum. Ist das komisch, ey. Die können doch nicht alle dieselbe Init dann haben, dass das so durcheinander ist. Trickschutz? Was ist das denn schon wieder, ey? Ach ja, ist ich wieder hier, ne? Aber nee, das war ja Rundumschutz, aber Trickschutz muss ja dann wieder was anderes. Oh, ich wusste es mal, scheiße. Blöder Attacken, Alter. Auf jeden Fall ist das klar, wenn jetzt erstmal weg, dann haben wir erstmal vor dem Ruhe. Ah, okay. Statusattacken, das Schutz vor Statusattacken. Natürlich, wenn ich eine einsetze, ihr behinderten Dreckskinder. Ach, das ist noch einmal, oder? Ich mach noch einmal. Ja, klar. Nein, nicht nachdem du deinen Spezialangriff hast, Alter. Alter. Und Spezialverteidigung. Na, ja, natürlich, Alter. Geht's noch? Ey, ihr könnt dann natürlich beide Psychokinese. Ah, warum sind wir auch so schneller? Ich hab 345 Init. Ich hasse das. Verpiss dich, du dummes Vieh. Gibt's doch nicht, ey. Nein. Das siehst du, das Spiel berechnet das. Jetzt kriegen wir solche Pokémon entgegengeschmissen. Mann, Hilfe! Es würde mich nicht wundern, wenn gleich ein Groink oder ein Slime mal wieder kommt. Ja. Ja, was machst du? Überschall. Überschall, ja, perfekt. Alter. Ich versuche Magneton rauszuhauen. Das wäre also super. Oh, es hat keine Wirkung auf meinen Teamkollegen. So ein Jammer aber. Das Team, was sie uns da entgegenschmeißen, das passt mir gerade gar nicht. Nein, Mann, lass mich in Ruhe! Das greift mich an. Au, 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 au! Natürlich! Und der trifft wieder! Dieser Wichser, Alter! Warum greift der mich denn jetzt? Okay, finde ich gut. Achso, dich! Oh, ist ja blöd, besser ey. Als dich, ey. Oh, ist ja behindert im Kopf. Aber beide an... Ja! Andersrum wäre es besser gewesen. Alter, wir haben Glück. Das hat uns echt den Arsch gerettet, ey. So. Das erste ist schon mal weg. Ja. Jetzt ist 3 gegen 3. Jetzt muss aber Taktikwechsel machen, damit sie dich angreifen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich mach Überschallknall, einfach Schaden reinkloppen, ey. Ja, ich gehe auf jeden Fall in Verteidigungsmodus. Alter. Weil so eine Psychokinese in Angriffsform, die würde mir zu wehtun. Ja, und das sogar ohne die ganzen Boosterei-Scheiße da. Ja. Außer wenn sie jetzt auf mich drauf gehen, dann ist sowieso egal. Außer bin ich als das Sehr gut. Volltreffer wäre nett. Oh Mann, alter Girafari, geh weg. Ah, das ist so blöd. Oh, meine Güte. Ja, klar, booste dich noch mehr. Okay, verteilen. Ja, sie gehen nur auf dich, weil sie dumm sind. Nee, Zauberschein trifft immer beide. Ach ja, stimmt. Ah, ich denk da nie dran. Alter. Au, 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 au. Verdammte! Kacke, Alter! Das dumme Schattenstoß wäre jetzt so geil, aber es hat klappt nicht auf ihrer Fahrt. Und Königsschild wird jetzt auch wieder nicht funktionieren. Ich kann, Du kannst mit Sanctoklinge klar werden, sehr effektiv, ne? Ja, eben nicht, weil es ja ein Feen-Pokémon ist und Kampf ist ja nicht sehr effektiv. Ach, ja. Aber es ist halt dann neutraler Damage, weil... Machst du dann Girafarik halt? Da gehe ich nämlich mit Nassschweif auf. Ja. Klavion. Das Klavion ist so mies von der Typen-Kombo einfach. Ja. Komm! Du machst das! Und? Und? Boah, ich bin richtig angespannt, ey. Geh auf mich, geh auf mich! Au, 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 au. Ja, ich darf. Was? Nein, Alter. Jetzt ist er auch noch schneller. Oh, ich hab noch was übrig. Alter. Boah, mein Kopf. Du musst auf jeden Fall dich wieder verteidigen. Ja, muss ich auch, sonst... Warum hat er mir Nassschweif abgewehrt? Weil der Nassschweif nicht getroffen hat, ey. Der hat so eine hohe Genauigkeit, nicht 100, aber hat hoch und dann trifft er nicht. Alter. Boah, das ist so mies, das Spiel wird uns verarschen, ey. Okay, das kannst du mit Eiszahn auf jeden Fall killen. Ja, das greif jetzt auch mit Eiszahn an, ey. Und dann ist nur noch Klavion. Ja. Oh, Klavion könnte weg sein, echt. Aber du hast gesehen, der Zauberschein hat mich noch nicht mal über die Hälfte runtergekloppt. Ja, zum Glück. Einen weiteren überlebe ich. So, erstmal weg mit dem Vieh. Venofibis muss weg, der darf auf jeden Fall nicht angreifen. Mann, ey! Alter. Okay, der hat mich angegriffen. Ah, sie sind beide so dumm, ey. Halleluja.
Wen machst du kalt? Ich kann mit Schattenstoß Venufliebes killen. Gut, dann gehe ich jetzt auf Klavion und will dann das... Was soll ich mit Eisern? Eisern ist nicht sehr effektiv gegen Stahl. Nee, ah, oh, das ist so schwer. Ich mache Nassschweif. Nassschweif ist auch Step und so. Ja. Und wenn der Nassschweif Nassschweif nicht trifft, ey. Ich war noch nie so angespannt in der Pokémon, ja, ne? Leute. So, der ist down. Volltreffer, okay. Wir müssen das jetzt schaffen, Alter. Ich würde es nicht wieder von vorne machen müssen demnächst, wenn wir den verkacken sollten. Ja! Kapier. Und? Ja! Alter, meine Herzen! Ja! Oh. Ah, komm hier, Nova Brofist. Wir sind beim letzten Kampf angekommen. Diese blöde Bitch mit ihrer Knackarschhose. Ne? Alter, war das krass. Merkst du, du bist das erste Mal beim letzten Gegner. Ja. Gib acht! Oh nein! Oh ja, die Kampfschattelene. Das Gute ist, dann habe ich die hier auf meiner Y-Edition auch mal. Die ja, alten, ne? Bitches, weil bisher habe ich die nur auf meiner X-Edition. Bühne frei für die beiden Kampf. Chatelains, Maton und Soa. Oh la la. Ich bin gespannt. Ich auch. Jetzt kommt wieder Klavion und so. Nein, bitte nicht. Jetzt kannst du ja wegdrücken. Achso, okay. Die alten blöden Schwestern. Kein Bock, die vorzulesen, ey. Ja, aber viel gelabert. Aber es ist halt so Standardschick. Ja. Erstmal Mucke ein bisschen lauter schrauben auf meinen Ohren. Ich auch. Yeah. Die sehen aber cool aus, so von den Artworks. Ja. Die haben alle was, ne? Ja. So richtig speziell, so. Das passt zum Kampf aus. Damit können wir leben, oder? Damit kann ich auf jeden Fall leben, Alter. Was ist denn das auf einmal? Alter, erst immer diese Überviecher und jetzt sowas? Auf wen gehst du? Ich kann... Ja. Wen willst du? Ich kann Energieball auf Mantax ballern. Dann gehe ich mit Drachenpuls auf die Pikachu verarsche. Okay. Yeah. Alter, mein Herz klopft immer noch von dem Kampf von davor. Ja, aber ich bin so ein bisschen erleichtert, bis einer von den ganzen Steinen runtergefallen vor der Last von der Seele. Also jetzt, wo ich diese Pokémon sehe, denke ich mir, ja, das können wir schaffen auf jeden Fall. Ja. Oh, ey. Ich schraub mal 3DS wieder runter. Ja. So. Am Anfang ist man immer so gehypt von dem. Mann, hört auf damit, Alter! Das gibt's halt nicht. Ich hasse das. Yes! Geil! Hier, nimm das! Auch wenn es nicht mehr so viel Schaden machen wird wegen dem scheiß Lichtschild. Greifst du nochmal Pachirisorn, oder? Ja, ich greif den nochmal an. Okay. Los. Ja, wenn das Lichtschild weg wäre, wäre es natürlich jetzt besser für uns. Ja, aber naja. Ja, genau deswegen. Ah, ey. Aber ich habe eben weniger Schaden gemacht, glaube ich. Komisch. Derp. Was setzt der jetzt ein? Das ist Mobilität. Ja, damit kommen wir da auf jeden Fall klar. Aber sowas von. Ja, wir haben sowieso keine Beeren. Ja. Schade, diesmal trifft er mich. Ich hab so gehofft, dass nicht. Ist der dich getroffen? Hier, nimm das. Da bringt eure Barriere euch auch nichts. Ich glaube, ich gehe mal. Sollen wir beide auf Snobby Cut gehen? Wer weiß, was das hier drauf hat, ne? Ja. Das finde ich ist eine gute Idee. Mhm. Dann kann das Mantax langsam durch Gift drauf gehen. Okay, es setzt schon mal Kanon ein. Okay. Schon mal gut zu wissen, weil der Kanon ist ja eine normale Attacke und Kanon bleibt ja drin in der Attacke. Das heißt, wenn ich gleich auf Dugengard wechsle, hat ich keine Wirkung mehr. Falls er okay es hat sich erledigt. Ja. Alter, die hauen ja weg wie nichts. Das ist jetzt kaputt hier. Komisch, Wahnsinn. Ey. Der 19. Kampf war viel, viel schwieriger. Ja? Oh, guck dir mal mein KP an. Es ist fast komplett lebendig. Alter, jetzt und ich lass mich mal in Ruhe, du. Zum Glück habe ich dir vorher vergiftet. So. Ja, wen nehme ich denn wohl? Mewtwo vielleicht? Jo, das wär's. Pachirisu! Wie siehst du nicht gerade gesund aus? Ich weiß nicht warum, aber... Das gefällt mir. Und um die Vergiftung noch... Ah, mein Touchpin!
Egal, ich suche nicht, ich tippe jetzt mit den Fingern. Mein Touchpad ist weg und da dein Boden so dunkel ist, sehe ich ihn nicht mehr. Obwohl, da. Er ist genau auf dem weißen Teil des Teppichs gelandet. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Mann, ich hasse das, ey. Das ist echt kacke. Tja, Pech, Pachirise. Wie niemand was trifft, ne? Das ist ja unglaublich. Das ist geil. Ein verschwendeter Zug. Wegen Rassan, Pachirise, oder? Boah. Der andere geht ja sowieso zu bald durch die Fickfunder. Boah, eine Fresse, ich mach schon wieder immer schnell knallt. Diese Pisser. Das sind voll die Wichser, ne? Ich glaub's nicht. Ich hasse euch! Superzahn? War das das, was die Hälfte abzieht? Ja! Okay. Mies! So ein Arsch! Mann, Hilfe! Soll schon mal boosten für den, der nach Mantax kommt? Mantax denkt sich, oh Mann, ey, tötet mich bitte! So, das Lichtschild ist eigentlich weg. Jeder macht nochmal einen Rundumschutz. Mann, ey, das ist doch nicht wahr! Das ist voll der Spammer, ich glaub's nicht, ey. Alter! Ich hätte jetzt... Irgendwie habe ich es erwartet, ich habe mich nämlich wieder geboostet. Dreimal hätte ich sie jetzt alle mit einem Schlag weghauen können. Diese Säcke, ey. Mann! So, nochmal ein Boost. Das ist nicht fair! Sorry, Ben, aber es ist echt nicht fair. Ja, ist doch so. Mann! Hochheilen, perfekt. Aber jetzt krepiert er wenigstens langsam und qualvoll. So, so hat Bisal Flor ihn dann doch getötet. Ja. Und was hat er noch? Mein Hasskampfhaus-Pokémon. Ich werde es killen. Der wird ja wohl keinen Rundumschutz haben. Oder? Das ist ja nervig, ey. So, hier. Schandstoß. Nimm das. Yeah. Alter, was für eine Def. Und jetzt gehen sie beide drauf. Ja. Überschallknall, korrekt. Wir haben es geschafft! Yes! Yeah. Oh ja, jetzt sind wir den Wirbelwind von... Nur einer davon war schwer. Ja, ne? Jetzt sind wir den Wirbelwind von Fledrach und wirbeln uns erstmal ein vor Freude. Oh yeah. Vielen Dank für diesen Kampf. Lalalala. Korrekt. Aber schon eine krasse Friese, was die Grüne da hat. Ja, ne? Ich meine, da sitzt bestimmt 5 Stunden in der Maske. Oh ja. Und ganz viel Haarspray. 3 Paletten Taft Allwetter. Oh ja. Ey, wie viel labern die, ey. Hört doch so viel zu quatschen. Ihr zieht denn Partylänge. Hey, jetzt kriegen wir ordentlich G-Punkte, also oh, yeah, Mann. Richtig geil. Ordentlich. Dann können wir das als nächstes den Super-Multikrampf versuchen. Oh ja, das auch, werden wir da übelst abmusen werden, aber hey! Warum nicht? Kein Kinderspiel. Oh, 20 G-Punkte. Oh. Also die Durengard und Uhafnir-Kombo, die müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ja, die war cool. Ja. Möchtest du den letzten Kampf als Kampfvideo speichern? Nö, weil ich das schon hier drauf habe. Ich hab's jetzt einfach gespeichert. Du kannst dich nun der Kampfserie im Super-Multikampf stellen! Oh, das steht bei mir auch! Oh, mit epischer Mucke! Vielen Dank für deine Teilnahme! Bitte komm bald wieder! In mir! Ja, genau das stand da. Ja! Ja, und mit diesen wunderschönen Worten, ich schreibe mich mal in die Mitte. Flieg ist leider nicht zu sehen, aber wir verabschieden uns von euch, meine kleinen Makaronis. Wir haben es geschafft! Ja! Ja, wir sind die Besten! Oh, warte! Hi! Yeah. Wir sehen uns dann im Super-Multikrampf wieder, wenn wir schon beim, ja, sagen wir mal, 4. Kampf abkratzen. Oh ja! In dem Sinne, Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Ciao, Leute! Und tüdelü!